Du. Ach, der Tobi. Hey. Da ist der Tobi ja. Da ist der Tobi ja. Sehr gut, sehr gut. Hallo, Tobi. Na? Hey, na? Na, wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Ja. Okay. Ja, das stimmt. Geil. Ja, endlich wieder da. Ja, geil. Yippie. Ja. Losgleiten. Warum freust du dich so? Irgendwas ist doch da komisch. Hä? Ich habe gerade Losgleiten gemacht. Und ich springe mal wieder ein bisschen durch die Gegend. Okay. Voll geil. Okay. So. Okay. So. Lalalala. Was denn? Hey, du, ich weiß irgendwie. Was denn, Tobi? Was denn? Wo hast du denn deine. Ja, ich sehe schon, ich weiß, warum du weggelaufen bist. Was ist denn los, Tobi? Wie er einfach gewartet hat. Wie er einfach gewartet hat. Und schnell beim Einloggen, deswegen hast du es so gestresst, ne? Ja, ich hab, nee, das war gar nicht der Grund. Das fiel mir spontan ein. Das, So, das ist aber also wieder. Stinkenden Kack. Reisestiefel-Kack. Ach. Aber Tobi, der Fußschweiß ist, der dreilagige ist inzwischen getrocknet. Ich glaube, du kannst auch noch ein bisschen Mineralien draus zehren, wenn du auf langen Reisen bist. Brauchst du einfach nur, kannst du einfach so, brauchst keine Einlagen, weißt du? Das ist einfach eine eigene Schicht. Kannst im heißen Wasser auskochen und hast immer noch ein paar Nährstoffe. Bah! Das ist ekelhaft. Alter. Ja, gleich mal wieder üben. Cool. So, was machen wir denn heute, Tobi? Ich hab keine Ahnung, ich versuche gerade die Steuerung erstmal wieder reinzukriegen. Wie war denn? Ach, das war. Ah, okay. Find den Schreiner. So. Was haben wir denn das letzte Mal gemacht? Weißt du das noch? Außer uns die ganze Zeit fast eine halbe Stunde den Stiefel hin und her geschoben. Weiß ich nicht, was du meinst. Ich glaube, wir sind sehr viel rumgelaufen. Wir haben Flammen gesammelt, damit wir hier die Dingens ausbauen können, ne? Ah, ja, stimmt. Oh ja, wir haben gut aufgedeckt. Cool. Das ist wahr. Wir haben gut aufgedeckt und es ist trotzdem eigentlich ein Witz, was wir bisher gesehen haben. Das ist ein bisschen traurig. Schwierig. Wir haben auch noch ein Fragezeichen übrig, noch Refugien der Flamme haben wir auch noch übrig. Also wir könnten theoretisch... Ah, wir können die Jägerin platzieren, das wollten wir machen. Haben wir die nicht schon platziert? War das nicht... Nee, die wollten wir jetzt in der ersten Folge quasi. Wollten wir das nicht jetzt machen oder haben wir die schon? Haben wir die platziert? Oder ist das die Dame hier vorne? Ich glaube, das war... Bäuerin? Ich glaube, das war... Bäuerin? Ja. Finde den Schreiner haben wir als nächstes. Schreinerassistenz. Ach, die Jägerin ist hier. Hier drüben ist sie. Wir haben die schon hingestellt. Okay. Ja, die haben wir vorher schon. Wir hatten die Bäuerin, glaube ich, zuletzt geholt. Und jetzt wollen wir noch den Schreiner finden irgendwie. Dann haben wir aber, glaube ich, alle beisammen, ne? Ich glaube, fünf waren das. Ja, dann haben wir alle. Geil. Ja. Ja, wo ist denn der Schreiner? Lass mal kurz auf der Karte gucken. Auf der Karte. Schreiner Winkler. Ja, was? Ja, da oben. Nee, verfallenes Lager. Tobias! Aber Brutnest? Nochmal Strecke. Oh, es gibt doch wieder, es gibt 7 Stunden Hate. Mann, hör doch auf. So, warte. Dann, die Bäuerin ist da. Die muss doch auch... Tobi, auf jetzt! Tobias! Wir sind aber freuen. Ach, da unten. Ah. Okay. Ich habe sie gefunden. War nicht so schwer. So. Hä? Was? Hä? Ja, Entschuldigung, ich habe gerade wieder ins Bild reingedrückt. So, warte mal. Mal ganz kurz eben gucken. Mit B war Rucksack, ne? Ja, genau. Muss mal gucken, wie man. Kann ich noch Stuff ablegen eigentlich? Oder waren alle unsere Kisten voll? Ach ja, stimmt, wir mussten ja irgendwann nochmal die Kisten machen, ne? Ja. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Wir müssen mal irgendwann da unten das Lager irgendwie, vielleicht auch mal Regale bauen oder so. Das cool. Wäre eigentlich mal an der Zeit, ne? Doch, geht noch. Okay, ich dachte schon. Puh, ja, wir brauchen auf jeden Fall Platz. Wir brauchen Platz. Sicher, Digga. Alles klar.
So, haben wir repariert hier alles? Alle gingen schon repariert. Irgendwo die Runen noch rein? Das gibt's ja auch gar nicht, ey. Ist ja echt alles. Oh ja, da ist noch Platz. Oh, oh. Ich habe auch noch, oh, ich habe auch noch den Beschwörungsstab irgendwie im Inventar. Knisternder Zauberstab, warum habe ich den behalten? Feuer? Den kann ich, glaube ich, zerlegen. Den brauchen wir nicht. So. Hä? Tobi? Hm? Ich zerlege den einfach. Scheiß drauf. Hirtenstab zerlege ich auch. Ich habe den zerlegt, Tobi. War mir egal. Waldlangbogen kann ich auch zerlegen. Ist, glaube ich, das ist, glaube ich, Wumpe. Den Rest. Ich habe noch hier so einen Hirte des Donners. Ich hätte Bock auf einen geilen Hirtenstab. Auf so einen epischen. Nicht diese Kacke, die wir immer finden. Ich habe hier, also drei Zauberstäbe habe ich, aber ich glaube, die bringen dir alle nichts. Das ist Lehrlingszauberstab, Schaden 23. Ja, die anderen ist alles Müll. Ja, wir sollten eher so epische Sachen sammeln, glaube ich. Oder legendär. Die blauen nicht, sind ja nicht episch, ne? Nee, blau kannst du eigentlich zerlegen, glaube ich. Okay. Ich glaube, das waren lila und gelb sollten wir behalten. Lila und gelb. Ich habe ja noch einen lila Bogen, wenn du einen brauchst. Kunstvoller Holzbogen. Brauchst du sowas? Ich glaube, du hast mir schon einen geilen gegeben. Wildwolf-Langbogen hast du mir letztes Mal gegeben. Der war eigentlich ganz gut. Ach, der kunstvolle Holzbogen erhöht den Hinterhaltsschaden, wenn man den levelt. Aber das brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Die guten kaputt gemacht, den schlechten behalten. Hirtenstab, den hier will ich auch nicht behalten. Ich glaube, ich schmeiß den auch mal weg bald. Ja. Den hier kann ich aber auch zerlegen, oder? Ich finde das mit Feuerschaden finde ich besser als hinterhältigen Schaden. Weil den machen wir nur einmal, das ist ganz cool. Ja, aber dann ist ja kein hinterhältiger Schaden mehr. Weißt du, was ich meine? Das ist so... Ja. Ja. Oh, ja. Sobald du hier einmal in dieses Haus reinkommst, ne? Hallo, hey. Ich zerleg den jetzt. Bop. Schnauze. Habe ich einmal zerlegt. Tobi, ich habe es einmal getan. Und das Wichtige ist... das Wichtige ist der Schild, den ich noch habe, mit einem Block. Der Anfangsschild. Den habe ich auch noch. Oh, lol. Aber nicht ausgerüstet, oder? Nee. Ich hab den gerade mal abgelegt. Hm. Nicht schon wieder. Bleib stehen. Nein, nicht schon wieder. Bleib stehen. Ja, nee, aber bleib mal wirklich stehen. Warte mal, brauchst du diese Feuerballflamme? Machst du nicht irgendwas mit Magie? Komm mal her. Ja, was denn? Brauchst du nicht diese Magie-Dinger? Ansonsten kannst du mir gleich wiedergeben. Ich weiß nicht, ob du die brauchst. Ja, die kann ich sammeln, die kann ich stacken. Ich habe davon jetzt 52. Das ist sehr gut. Ja. Tobi? Tobi, ich habe noch was für dich. Brauchst du diesen sehr wertvollen Anhänger mit plus 9 auf allen Damage, den ich zufälligerweise gefunden habe? Was für ein Artefakt das ist, Tobias, den solltest du direkt mal angucken. Nee, lass mal. Tobi, komm doch mal gerade. Nee, lass mal gut sein. So. Brauch den nicht. Okay, ich muss den scheiß Schild mal loswerden. Der ist bei dir schon ganz gut aufgehoben. Ich trage den halt wirklich noch, ne? Ja. Ich guck gleich mal. Können wir neue Schilder eigentlich craften? Haben wir die Folge überhaupt schon begonnen? Ja, also ich bin schon mittendrin. Meine fing an, als ich dir die Schuhe zugesteckt habe. Alles ah, nett. Toll. Und nein! Hoff ich zumindest. Was denn? Ich bin ins Loch gefallen. In dein Loch, Erik. Das hast du da gegraben. Oh, Tobias, ich hab dich gar nicht bemerkt. Na, für wen ist das jetzt schlecht? Ja, weiß ich nicht. Da war einfach zu allen Seiten noch genug Platz, Tobi. So. Ach, ich muss ja zum Schmied gehen, ich Idiot. Ich such grad die Schmiede, aber das war hier anders. Ich find's immer noch ein bisschen ungewöhnlich hier. Schilde. Aufsteigender Kämpferschild. Garn, Metallplatten, Holzscheite. Soll ich mir so einen holen oder soll ich überwarten, bis ich einen finde? Was hab ich denn hier für ein Schild? Ich glaube, ich habe auch noch so ein Kackschild, oder? Warte mal. Okay, der hat 7 Block. Der hat aber... Oh, der gefällt mir aber irgendwie besser. Ich habe auch 7 Block. So ein rundes ist das, ne? Ja, genau. Hm. Da weiß ich natürlich nicht genau. Hm. Hey. Hey.
Puh. Ja, und jetzt? Was auch, ich bin blöd, ne? Warum, dass du dich da hinten im Busch irgendwo versteckst? Hä, was? Mann, ich seh dich nicht. Tobias, was? Ja, Erik, was machen wir denn dann heute? Weiß ich nicht. Ich bin ein Hase. So, und wie gefällt dir meine neue Bude, Tobi? Ich habe professionell ausgedrückt. Das ist wirklich wunderschön, ey. Ich will dir nicht mal das Schild jetzt wieder geben, weil ich so Mitleid habe. Ich habe mir Mühe gegeben, Tobi. Ja, ich sehe schon. So. Ja, okay, wir müssen 800 Meter in die Richtung da, wenn du Bock hast. Kannst du mir den Schild ruhig wieder geben? Ich habe ja eh sonst keinen. Nö, alles gut. Jetzt behalte ich den. Hä, warte mal. Hä? 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 Ist einfach ausgerüstet? Ach, ich hab so einen nochmal ausgerüstet. Geil. Cool. Oh, schön. Schmeiß einfach weg, Tobi. Scheiß auf den Schild. So. So, warte mal, wo müssen wir? Du gehst vor. Ich komme dir hinterher. Ja, ich habe markiert. Achso, das siehst du ja mal nicht, ne? Wenn ich was markiere. Ist das so ein Ausrufezeichen? 700 Meter? Ja, genau. Ja, dann sehe ich das doch. Okay. Hui! Yuppie! Mal gucken, was wir noch drauf haben, Tobi. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Hätten wir nicht schnell reisen können? Nein, das geht nicht. Okay, Entschuldigung. Wegen der Magie. Ganz andere Ecke, sagst du. Wegen der Magie. Oh, oh. Ah, okay. Oh, oh. Oh. Schnell hier. Oh. Tobi, Vorsicht, wenn du landest. Oha. Oh. Ach, ich erinnere mich an die Spinnen letztes Mal. Ja, die hier wäre nicht mal das Problem gewesen. Ich wäre fast über die Klippe hier rüber und da kann man sehr gut landen. Oh, ist das. Ja. Oh. Ja. Lass mal kurz hier runtergehen. Oh. Kurz in die Richtung. Ich glaube, da sind grüne Bäume. Das sieht gut aus. Ach, mal, hier ist aber keine Suppe mehr. Können wir hier rüber oder ist das eher nicht so gut? Oh Gott. Ah, da drüben kommen wir rüber. Hauptsache nicht runterrutschen. Uiuiui. Diese Lava ist aber auch, ne? Du siehst die halt auch kaum, ne? Ne, vor allen Dingen hier nicht. Okay, wir sind aus dem Miasma raus, aber wie kommen wir denn jetzt? Ich würde sagen springen, aber nee. Nee, die Entfernung ist mir ein bisschen zu risky. Kann ich hier? Ich kann mal doch bestimmt hoch. So, warte mal, hier und dann können wir mich hier drüben langlaufen. Aber geil. Oh Gott. Ja. Ich hätte vielleicht nicht gleiten sollen. Hä? Ich wollte. Wieso macht der keinen Double Jump? Hä? Kann ich keinen Double Jump mehr? Oh, Salzbergwerk, ist das gut? Oh, hast du gefunden? Ja. Soll ich mal zu dir kommen? Ja, irgendwer fightet da gerade. Oh. Haben die so unglaublich viel Damage gemacht, die Viecher? Salz. Ah ja, die Gebeine können wir wieder mitnehmen. Piss dich. So, zum Glück hast du jetzt einen neuen Schild. Ja, der hat mir echt geholfen gerade. Ja, krass. Ja, siehst du? Man unterschätzt das schnell. Ah, hier. Autsch. Vorsicht! So, okay. Gesundheitlich sieht das noch gut aus. Was ist hier? Durchsuchen? Cool. Ach, diese Geräusche manchmal. Warte mal, geht's da rein? Warte mal. Sieht aus wie ein Eingang dahinter. Stimmt, so ein Mineneingang. Warte, ja. Salz. Warte. Geil. Oh.
Ja, cool, cooler Mineneingang. Erik, krass. Ja, endlich haben wir den gefunden. Aber da, warte mal, dahinter spawnt irgendwas. Da warte, geht's rein. Warte, Tobi, komm mal kurz weg. Ist das Metallschrott? Jetzt nicht mehr. Das sieht aus wie Metallschrott. Ja. Oh, warte mal, ist das Eisen, was wir gesucht haben? Und ich habe das gerade weggeballert? Ja, ja. Oh. Meine ich doch. Oh. Nee, ist das Salz. Nice. Scheiß verficktes Salz, das will keiner. Niemand mag Salz. Doch, alle lieben Salz. Okay, wir... Vorsicht! Oh, was ist denn hier? Oha! Wie das hier kann man Miasma aufdingsen. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, ja, ja. Oh, hier auch? Hey, wo sind ist zwei solche Dinger? Lol. Wieso bin ich auf Bauhammer? So, durchsuchen. Ja. Also spannend ist es ja nicht wirklich. Tobi, hast du wieder Spaß? Kackviecher. Ach ja, ich habe ja diesen Orb um mich rum. Ich habe ja diesen Heal-Orb um mich rum. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Ach okay. Ja, das muss ich auch noch skillen. Was machen wir jetzt bei diesem Salzbergwerk? Das ist irgendwie so... Ach, da sind Feinde. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo und dann da rein. Wahrscheinlich wieder, ne? Ah, wieder Pellworld-Steuerung. So, oh. Guten Tag. Einmal kurz nach oben gucken. Kugne. Warte. Aber irgendwie. Oh, da ist eine Truhe. Oh, hallo. Nö. Ich halte den Rücken frei. So. Den Rücken. Wie einfach zur Kiste geiert. Guck du mal, ich hab die schon. Guck mal, ob du die brauchen kannst. Ich glaube, ich hab die auch, aber. Ja, ich hab die auch schon. Soll ich mal Miasma zurücksetzen? Ja. Da sind zwei so Dinger. Warum auch immer? Das weiß ich nicht. Cool. Yeah. Geil. Wir müssen immer noch in die Richtung 400 Meter. Ja. I follow you unauffällig. Oh. Ich lese gerade, die Wasseraura ist nicht mehr so effektiv nach dem Patch. Aber immer noch effektiv genug, oder? Was? Es gab ein Patch? Oh ja, offenbar schon. Entwickler, die sich um ihre Spiele kümmern? Hm? Ich wollte gerade sagen, Alter. Ah. Weird. Und dann hast du aber die Finger von. So. Also ich will nur Spiele, wo ich mich anschließend beschweren kann im Internet. Ja, es wird doch sonst langweilig. Ja. Also wenn oder unten ist so ein Baum, guck mal. Unten ist ein Baum? Oh, die ja. Die respawnen aber immer wieder, ne? Ja, das stimmt. Und vor allem, der ist umgeben von Lava. Also wir könnten da hin, aber ein Fight wäre, glaube ich, ziemlich schwierig. Ich mache einen Hitpoint. Ich mache einen Damage auf die Entfernung. Wenn wir 10 Stunden hier stehen bleiben, haben wir den down. Let's go. Ich meine, wir könnten runter, aber wir könnten unsere Items verlieren. Ich meine, noch haben wir nicht so viel, ne? Ja, das stimmt. Wollen wir es probieren? Ja, Siggi! Action! Action? Action? Oh Mist, ich bin vielleicht ein bisschen zu früh abgesprungen. Mit der Axt war das, glaube ich, ne? Ja. Ich hau da auch mit dem Schwert rein. Okay, geil. Ja, geil. Fähigkeitspunkt, let's go. So, oh ja, das, die Wasseraura halt viel langsamer jetzt. Das ist nicht so cool. Die Frage ist jetzt natürlich, Erik, wie kommen wir denn hier wieder weg? Wir könnten von Insel zu Insel jumpen und hoffen, dass wir es schaffen. Was ist das für ein Geräusch? Mein Hosenbund. Der steht unter ständigem Druck. So, warte. Ah ja, easy, guck mal. Nein. Hör doch auf zu fliegen, Alter. Ach, guck mal hier, hier ist ein Pier. Tobi, ich glaube, ich bin drüben. Drüben. Geil. Drüben. Warte mal, ganz kurz. Das hatte ich. Ja, hatte ich. Okay. Oh, da vorne ist ein Haus. Siehst du das? In diese Richtung. Nee, das sind Häuser.
Ja, lass mal gucken. Ich bin sicher, die sind immer noch bewohnt. Ich folge dir einfach mal. Ach, es ist dunkel deswegen. Ach, lol. Ja, 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 ja. Sehr. Hier. Da oben. Ach da. Oh, wie schön. So, neuer Ort. Morvenna. Oh. Oh. Das war sicherlich der Haus- und Hofhund. Ah, hörte das Donners. Wir kommen in Frieden. Das mit dem Hund tut uns leid. Der hat uns ja auch angegriffen, ne? Das will man immer wieder dazu sagen. Ja. Ist schon wieder einer? Na guck mal, die haben zwei. Dann ist der eine ja nicht so schlimm. Oder? Jetzt haben sie keinen mehr. Oh, drei! Hä? Die haben sogar, die haben Sticky hier, wa? Ich meine, effektiv gesehen sparen wir den Schappi, ne? Also. Ja, Hundefutter wird immer teurer. So. Ist schon nett. Also, wir tun schon einen Dienst an der Gesellschaft. Absolut. Ja. Okay, zwei Kisten, aber nicht so nennenswert, was da drin ist. Hallo? Jemand zu Hause? Guck mal, jeder andere wäre da einfach reingegangen, ne? Du fragst wenigstens noch. Ja, ja. Schon nett. Wir sind ja auch keine Plünderer. Nee. Ja. Was? Gar nicht. Sehr unordentlich. So. Wir werden bezahlt, dass wir immer ein bisschen aufräumen. Oh, wir brauchen einen Dietrich. Haben wir zufälligerweise, habe ich nicht, ne? Nee, wir brauchen, ah, shit, wir brauchen Metallschrott. Erich, leg dich zu mir, komm. Ja, ich komm. Oh, Tobi, ist das bequem. Oh. Oh. Kikeriki, Geil. Nice. Das hat einmal mal richtig gut getan. Tobi, hast du einen Dietrich mit? Nee, ne? Nee. Nee, ich glaube, ich habe sowas gar nicht, leider. Scheiße. Was habe ich denn hier? Rotlingsbeine habe ich. Erik, helfen die dir? Kannst du mal in die Kiste stecken, mal gucken, ob es funktioniert. Willst du mal meine Brutlingsbeine sehen? Ich höre wieder einen Wolf. Warst du schon im anderen Haus? Nee. Ah. Ich habe auf dich gewartet. Ich höre Kampf. Bist du das oder bin ich das? Ah, okay. Da ist die Antwort auf meine Frage. Oh, hier ist Scheißhaus. Oh. Okay. Hä, was macht er denn da? Oh nein, beim Baden gestorben. Das ist auch bitter. Bisschen frische Luft reinlassen hier. Oho, oho. Hier ist schön groß alles. Ja, sehr gut. Oh. Mhm. Okay, so wie ich das sehe. Gott! Gott, diese Ratte! Junge, Junge, ich hasse die so sehr. Nee. Stirb einfach mit deiner ganzen Brut. Deine ganze Sippe soll in der Hölle schmoren. Junge. Puh. Hat sich's gelohnt, Tobi? Ja, total. Oh oh. Tschüss. Wow. Wow. Bin so ein glücklicher Mann. So. Ich seh den Rattenkindern noch das Fell ab. So. Dann bringt's wenigstens ein bisschen was. Ja, okay, gut. Das war ja fantastisch hier wieder. Was uns hier erwartet hat. Manchmal würde ich gerne, wenn ich mit der Fackel zuschlage, würde ich gerne Sachen in Brand setzen hier irgendwie. Boah, ja, das wäre nice. Dass so alles aus Holz dann brennt und dann einfach Häuser besuchen. Das ist ein furchtbarer Wunsch, ich weiß es selber, aber es wäre halt auch sehr lustig. Auf eine furchtbare Art und Weise. Was denn? Och, hier ist jemand, der hat unsere Let's Plays geguckt, Erik. Oh. No way. Aber der hat den Kamin aus Forest nachgebaut. Das, ne? Also wow. Ja. Dedication. Dedication einfach. Oh Gott. Oh, ja, okay. Verstehe. Das waren also Stammzuschauer. Er hat bei 1327 eine Truhe übersehen. Hier ist auch wieder ein Kollege.
ich kann das alles nicht mehr. Oh, Tobi, machst du wieder Zuschauerbindung? Ich habe ihm geholfen, ich habe ihn ein bisschen massiert. 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 Kannst du auch mal glasieren. Oh, oh, I. Tobi, das ist wieder was für dich hier. Was denn? Ich hau mit dem Ast zu. Ich habe einmal mit dem Ast zugehauen. Das war sehr... Ich gehe da nicht runter. Oh. Da sind noch mehr, ne? Ja, ja, war... Oh, warte. Oh, Junge. Beruhig dich mal. Eine Spinne mit MG, was ist das denn? Huh. So. Die hat gerade... Ich höre unten noch was laufen. Nee, eigentlich nicht. Oh, meine Fackel ist weg. Ich habe die kaputt gemacht. Ups, kann ich noch... Doch, irgendwas tapselt hier unten doch noch. Das bin ich. Kann ich eine neue Fackel machen? Dafür brauche ich Pflanzenfaser. Kann ich mit dem Zauberstab hier ein bisschen was machen? Also hier trappelt es, aber jetzt keine Spinne mehr. Hä, was trappelt denn dann da? Ich geh raus hier, tschüss. Ja. Dein neugeborenes Tobias. Nee. Tobi. Was ist das da folgendes, vorne denn? Folgendes Szenario, Tobias, ja? Du bist schwanger. Und dein Baby kommt zur Welt und ist einfach nur ein Babykopf mit 8 langen, haarigen Spinnenbeinen. Wie reagierst du? Grill. Okay. Fair. Faire Antwort. So. Oh, warte mal. Wir haben was zum Lesen. Warte, warte. Morwenna wäre wohl ruhig und friedlich, wenn diese Plagegeister nicht wären. Sie nagen an allem, was ich aufbaue. Von der Scheune über das Denkmal bis zum Herrenhaus. Alles zerfetzt von diesen wilden Bist du mit Pinkeln fertig, Tobias? Mach weiter, lass dich nicht stören. Ah, ja, klar, klar. Alles zerfetzt von diesen wilden Bestien. Als würden sie sich über mein Handwerk lustig machen. Sie waren nicht immer so grausam. Wurden sie vielleicht gezwungen, ihren natürlichen Lebensraum zu verlassen? Ist diese Verderbnis daran schuld, von der die Leute erzählen? Tante Irwetta meint, dass sie wohl Angst haben. Und sie meint auch, ich könne das nicht sehen. Wahrscheinlich wegen meines einen Auges. Ich fand das nicht lustig. Kate Hawthorne. Hawthorne? Hawthorne? Hawthorne. Hawthorne. Horstzorn. Die Pferde ist eigentlich Spanierin. Wer kennt sie nicht? Eigentlich ist die Spanierin, die heißt nämlich Horse One. Horse One? Dinner for Horse One. Es gibt Hafer. Okay, warte, jetzt aber. Same with the procedures every year. Ja. Oh, Tobias, was denn hier schon wieder? Was ist das denn? Ich sehe was, was du wahrscheinlich auch siehst. Standort oben. In Miasma. Müssen wir da wieder rein, oder? Ah, nee, warte mal, wir müssen... Ich höre irgendwie Stimmen, oder... Stimmen. Mit Ü. Stümper. Ich höre Stimmen. Okay. Ich höre auch Kampfmusik, aber hier ist nichts. Doch, da oben ist ein Bogenschütze. Oh, der ist jetzt nach hinten gelaufen. Der kommt runter, glaube ich. Muss er mal kommen. Oh. Wir haben Freunde da hinten. Ah ja, ich sehe schon. Vorsicht, Tobi, da ist auch ein Bogenschütz. Bruder. Jo, ihr macht aber auch einen guten Schaden, wa? Jo, 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 jo. Alter, was? Oh. Oh, oh, die Level 7. Hallo. Tobi, wie geht's dir eigentlich so? Wollte ich mal fragen. Ich bin hart tot. Gestorben. Ho, oh, hups, das war... Oh. Nein! Oh. Junge, Junge, Junge. War hier noch einer? Nee, es war... Was denn? Ich hab keinen Doppelsprung gemacht. Bei dir oder bei mir? Nee, bei mir. Ich wollte rüber zu dir springen und dir helfen, so zur Hilfe eilen, weißt du? Da wollte ich einen schönen Doppelsprung machen und bin voll in die Lava runtergesprungen. Ja, oh, oh. Oh. Aber das gleiche Problem hatte ich auch gerade. Oh shit. Shit, 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 shit. Ich brauch ganz dringend mal, ich muss mir mal healen. Oh, ich hab Stufenaufstieg. Geil, ich hab nichts gemacht. Cool. Willst du mich verarschen? Oh, hier ist noch einer.
Wo ist denn meine Leiche? Ach, hier. Geil. Über 7. Jo! Oh, hallo! Ich bin noch nicht bereit. Warte, ich stelle mich mal kurz hier unten rein. Kommt der runtergesegelt? Ich muss mich mal ganz kurz healen. Hä? Der blockiert das Ding da oben. Komm mal! Aua! Entschuldigung, da kommt man nicht hoch, weil der das blockiert. Was ist denn mit dem? Oh. Sag mal, mach dich weg da oben. Wow. Oh, Alter. Okay. Okay, wow, das ist aber assi. Au. Weg mit dem. Oh. Was haben wir hier? Ja. Hat sich nicht so gelohnt. So, okay. Was war das denn gerade? Twitter. Mein Handy lautlos gemacht. So, Position erreicht. Ist es das, wo wir hin wollten? Krypta der Erbauer. Schreiner. Ja, oh, Stufen. Wollte ich jetzt nicht wissen. Stufenaufstieg, cool. So, Unfähigkeitspunkt. Das sind wieder tolle Geräusche hier. Ja, das sind diese Viecher wieder da. Oh. Okay, wir sind mal Level 7, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, boah, was? Hau doch noch 30 mehr drauf. Warum nur so wenige? Ja, aber kleine. Ja. Was für garstige. Trifft man ja auch gar nicht. Meine Waffe ist zu groß. Ja. Du musst sie einfach, du musst sie wie so ein Nudelholz über die drüber rollen. So, Brutlingsbeine, 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 Brutlingsbeine. Wir müssen auch mal ein bisschen gucken. Ach Gott. Ach, du bist gut, Gott sei Dank. Reina. Na du? Okay, hier runter oder was? Oh. Zu spät, ja wohl, zu spät für eine Frage. Oh, da sind diese, da sind zwei von diesen Flatter oben. Du stehst gleich direkt drauf. Ja, klar. Oh, Homing Missiles. Geil. Homie Missiles. Oh. Jo, Digga, was geht denn? Zum Glück mögen die kein Feuer. Geil. Oh ja, man hat's gehört. Zum Glück treffen die mich trotzdem beide. Oder? Standort oben. Ich glaube, wir sind falsch, oder? Position erreicht. Okay, wir sind theoretisch, sind wir richtig? Nur praktisch. Ach ja, stimmt, stimmt. Mias mal, Erik. Wir müssen nochmal kurz raus. Ja. Okay. Ich glaube, richtig sind wir, glaube ich, hier eh nicht, ne? Wir müssen irgendwie nach oben. Und hier war, also hier ist so irgendwas, aber da geht es irgendwie eine Brücke rüber oder ist irgendwie nichts mehr. Und hier geht's nach oben. Aber hier ist so ein fetter Pilz, wo man wieder warten muss. Aber hier stimmt, so ein Trank. Keine schlechte Idee. Ja, hab ich auch gerade reingehauen, ja, ja, ja. Warte mal, welche ist denn das? Ich wollte mal smart sein. Oh, Tobi, spar dir den Trank. Geht's da raus? Nee, aber... Oh ja, geil. Perfekt, Müll. So. Oh. Gut, dass das nicht blöd aus. Einfach Jackson 5 am Gerät. So, okay. Oh, Wasser kann ich nicht mitnehmen, okay. Danke. Ich wollte aber auch mal gucken. Aber ist nicht Effektivstand da. Aber es sieht aus, als würde es halt weitergehen, ne? Wofür ist das Tor dann sonst da? Das ist eine gute Frage. Oh,
guck mal. Ah. Geil. Nice, Erik. Cool. Na also. Oh. Oh. Nee. Nee, mach das mal nicht. Viele Goat. So. Ach. Ah, wir sind sogar richtig. Ach, gucke mal. Ja, sollen wir aufwecken oder was? Ja, klar. Okay. Kate Horst, cool Schutthake bei Schmied. Tobi, wir sind im Jasma, ne? Ich weiß nicht, ob wir hier abbauen sollten. Kann man das hier irgendwie ach wieder... Ach so, ja. Okay, vielleicht sollten wir das wirklich nicht machen. Da geht's raus. Sieht sehr gut aus. Gibt's hier noch eine Truhe oder so? Jetzt, wo Tobi weg ist, kann ich die ja looten. Nee, gibt's keine. Ja, hier ist auch kein... Hier ist leider auch kein Safe-Dings. Also wir sind hier auch nicht safe. Ach doch, hier geht's noch draußen. Willst du mich verarschen? Wieso macht er keinen Double-Jump bei mir manchmal? Ja, manchmal fängt er an zu fliegen statt Double-Jump, ne? Ja, genau, bei mir auch gerade. Naja, so. Keine Ahnung, was das ist. In Miasma. Eigentlich irgendwo so ein Save-Point? Da war doch hier vorne. Ah, da vorne ist er. Geil, geil. Nice. Erstmal Luft holen. Ach so, wir sind ja eh raus. Ah, sehr gut. Frischluft for a man and a woman. Oh, da ist eine Wolfshöhle. Wollt mal gucken, was funktioniert. Aber zu ineffizient. Dann lieber so. Kann sein, die Dinger machen irgendwie echt wenig Schaden dafür, dass das eigentlich was ist, was explodiert, ne? Ja. Ich komm rein. Ah, jetzt komme ich wirklich rein. Okay, sieht cool aus, leider nur Äste. Ich wünsche, dass wir einen Knochen niemand mitnehmen kann, dann würde ich Wolfshöhlen viel mehr frequentieren. Ja, das stimmt. Ne, so Knochen für Knochenblöcke zu Hause wäre schon ganz geil. Aber leider. Ja, das stimmt. Leider gönnt man uns ja nichts. So, Schmied haben wir geholt, beschwöre den Schreiner. Warte mal, hier war noch eine. War nicht eine Flamme hier in der Nähe? Schreinerlager? Ich weiß gar nicht, aber du kannst, wenn du möchtest, du kannst. Ich stelle mich mal ganz kurz hier in das Haus, du kannst schon mal vorlaufen. Ich muss mal ganz kurz AFK. Ich bin sofort wieder am Start. Ja. Okay. Lauf schon mal vor. Ja, ich bin gleich wieder da. Bis gleich, viel Erfolg. Ja, gehst du pinkeln oder gehst du Hunde rauslassen? Pinkeln. Okay. Also aufs Klo kurz. Okay, ja, okay. Ja, viel Erfolg, bis in einer Stunde. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Wenn Tobi pinkeln geht, das dauert immer sehr, sehr lange. Huch. Wir haben jetzt sehr lange Zeit. Wo war denn hier die Flamme? Ist das eine gute Idee, nochmal alleine zurückzugehen? Ich weiß nicht genau. Haben wir die Flamme übersehen? 150 Meter. Wir sind vorher unten reingelatscht, glaube ich, ne? Warte mal. Oh nein, die sind auch wieder da. Bitte sag mir, dass die Gegner nicht alle respawned haben. Gut. Blue Dragon, dankeschön. Vielen Dank, lieber Blue Dragon. Dankeschön, dankeschön. 23 Meter. Hä? Refugium der Flamme. Also vielleicht doch da hinten lang? Ist hier irgend... Oh, okay, da ist eine Truhe. Okay, auch nice. Ist nicht das, was ich wollte. Oh, okay. Toll. Toll, wirklich toll. Ich habe einen Jägerbogen. Ist aber großartig. Okay, löschen. Dann nehme ich den nochmal mit. Und dann würde ich nochmal ganz schnell, ich muss mich aber ein bisschen beeilen, hier zerlegen. Ganz ehrlich, den können wir auch zerlegen. Den können wir auch zerlegen, knistern. Ja, ich warte auf einen besseren. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Die ganzen Bomben da zu investieren, war eine scheiß Idee. Refugium der Flamme, aber wo ist denn die Flamme? Okay, hier geht's wieder nach oben, da waren wir ja auch schon.
Tja, hier ist eine Flamme, ist aber die falsche. Hier ist die Krypta. Tja, hier hinten ist auch nichts. Ich sehe zumindest nichts, weil ich die Fackel nicht mehr habe. Habe ich irgendwas übersehen? Haben wir irgendwas übersehen? Oder ist es auf dem Gebäude drauf, wenn es hier unten nicht drin ist? Ich hätte gerne klarere Anzeige, wo was ist. Also vielleicht da oben eventuell. Aber wie wir da hinkommen, weiß ich nicht. Da muss ich warten, bis der Tobi vom Pott kommt. Mr. Potter. So, mal ganz kurz hier auch wieder raus. So. Wo ist der denn eigentlich gerade, der Tobi? Also ich meine, wo steht denn der rum im Game? Da drüben. Junge! Sitz! Hat er mich erschrocken. Bah! Da hinten, ne? Da hinten ist es, glaube ich. Obwohl, nee, es müsste da sein. Das da hinten ist was anderes. Da müsste das irgendwo sein. Aber da oben ist halt auch nichts. Hä? Okay. Ich meine, das ist schon mal ganz cool, aber hier waren wir schon. I. 180 Meter in die Richtung. Aber da oben ist halt nichts, ne? Also ich habe keine Ahnung. Also vielleicht auf dem Berg oben, vielleicht unten drin, ich habe keine Ahnung. Schön wäre es, wenn wir eine Anzeige beim Radar hätten, also beim Kompass oben, die so einen kleinen Pfeil nach oben oder unten hätte. Das wäre schon hilfreich. Da warte ich mal auf Tobi gerade. Dann warte ich auf Tobi. So. Also, wir sind hier. Hier ist das Miasma. Hier war die Krypta der Erbauer. Und das wäre halt wahrscheinlich, das wäre dann noch tiefer drin. Ich weiß aber auch nicht genau, hier sieht man halt auch nicht genau, in welcher Höhe das ist, weil es keine 3D-Karte ist. Es ist halt nur hier. Wie lange brauchen Tobi so? Ungefähr. Wisst ihr, wie lange Tobi auf dem Pott braucht? Also muss ich jetzt 7 Stunden durchstreamen, bis er fertig ist? Oh hey, oh du armer Hund. Jetzt muss ich auch pinkeln. Nikichen, dankeschön, vielen Dank. Weißt du was, ich gehe auch mal ganz kurz eben pinkeln. Ich nutze die Gelegenheit mal, solange der Tobi weg ist, ich gehe auch mal schnell pinkeln. So. Ich hoffe, das wird hinterher im Let's Play weggeschnitten.